Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Music in Concert im Kanal 8 des Kabelprogramms des Bayerischen Fernsehens. Bei uns ist heute Südamerikanisches angesagt. Wir laden Sie ein zu 60 Minuten Live-Musik mit einer Gruppe, die in dieser Besetzung erst seit gut einem Jahr zusammenspielt, es aber geschafft hat, in dieser relativ kurzen Zeit sich einen großen Namen zu machen beim Publikum wie auch bei den Kritikern. Ich begrüße Sigi Schwab und Perkussion Akademia. Sigi Schwab ist ja auf der deutschen Musikszene schon seit Jahren als Gitarrist der Sonderklasse bekannt. Seine handwerkliche Meisterschaft, wie auch vor allen Dingen seine stilistische Vielseitigkeit, die von der klassischen Kammermusik bis zum Jazz reicht, haben ihn ja Fans gebracht in allen musikalischen Lagern. Und Perkussion Akademia, das sind Guillermo Machenas, rechts hinter mir, und auf der anderen Seite Freddy Santiago, zwei Musiker aus Südamerika, aus Lateinamerika, genauer gesagt aus Curaçao, Karibikinsel Curaçao, und Freddy Santiago kommt aus Puerto Rico. Sie haben auch eine klassische Musikausbildung in ihren Heimatländern gemacht, leben aber seit einigen Jahren in Europa, genauer auch jetzt seit einigen Jahren in München, und gehören in der Perkussion eigentlich zu Meistern ihres Fachs. Der Freddy hat zum Beispiel beim Nationalen Symphonieorchester in Puerto Rico gespielt, als erster Perkussionist. Das musikalische Programm von Sigi Schwab und Perkussion Akademia ist sehr vielfältig. In den nächsten 60 Minuten werden Sie eine breite musikalische Palette erleben. Es reicht von Rockjazz über Lateinamerikanisches bis hin zu ganz leisen, stimmungsvollen Stücken. Und diese Musik, die man nicht nur hören, sondern wie ein Kritiker geschrieben hat, die man auch anschauen soll, vor allen Dingen, wenn Sie sich diese ganzen Instrumente und Gerätschaften anschauen, die hier aufgebaut sind, ich kann Ihnen nur sagen, schauen Sie sich's an und hören Sie sich's an. Sigi Schwab und Perkussion Akademia. Sigi, mit welchen Nummern fangen wir denn jetzt an? Wir spielen als nächstes Promenade in Nymphenburg. Das ist ein Stück, wo sehr viele Barockelemente noch eingeschmolzen sind. Barockelemente, Folkelemente, Rockjazz-Elemente. Und das nächste Stück, das dann nächste wird Silver Sand heißen, das ist die Ballade vom ewig sauberen Sandstrand, der bis heute noch so war, aber jetzt von uns für immer zerstört wird. Silver Sand. Okay, vielen Dank, viel Spaß mit den ersten beiden Stücken von Sigi Schwab und Perkussion Akademia. Thank you.
Thank you.
Tja, meine Damen und Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ganz einfach wunderschöne Musik, die nicht abhängig ist von Tausenden von Wattverstärkern und von irgendwelchen Synthesizern. Man sieht, gute Musik kann auch so mit einfachen Instrumenten gemacht werden. Sigi Schwab, ein paar Fragen an dich. Du hast auch eine klassische Musikausbildung gemacht in Gitarre und Kontrabass an der Musikhochschule in Mannheim. Du hast dich aber auch in anderen musikalischen Bereichen Erfahrungen gesammelt, im Rockbereich, im Jazzbereich, im Folkbereich, im Bluesbereich. Du hast eine Folkmusik-Gitarrenlehre herausgegeben, hast bei unzähligen Studioaufnahmen mitgemacht, hast selber Solo-LPs gemacht. Wie kommt es eigentlich, dass du in so vielen verschiedenen musikalischen Stilrichtungen arbeitest? Bist du ein Perfektionist, der überall zu Hause sein will? Ich würde so sagen, ich kann nie genug Musik kriegen. Es ist einfach wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat, stilistische Grenzlinien zu überschreiten. Und bei mir lief es mehr oder weniger ganz normal, weil es war einfach so, dass in der ersten Zeit, wo ich angefangen habe zu musizieren, das war die Rock'n'Roll-Zeit. Und als junger Bursch hat man halt Rock'n'Roll gespielt, gell? Soweit es überhaupt möglich war. Ne? Und nachdem man natürlich an so gewisse Grenzen stößt, und da war das irgendwo logisch, dass man sich bei einer Musikhochschule dann Rat sucht oder holen will. Und es geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil die Leute vermitteln eine fantastische Didaktik, aber es wird halt sehr wenig Kreatives vermittelt. Und das war der Grund für mich sozusagen wiederum auszuscheren, also wiederum aus der Klassik sozusagen herauszugehen und neue Stilistiken zu versuchen. Also dieses Spielen in verschiedenen Stilrichtungen, das schlägt sich ja auch nieder in den Formationen, mit denen du auftrittst. Da gibt es das Diabelli-Trio, ja. Dann gibt es ein Kammerjazz, Kammermusik-Jazz-Duo mit Chris Hinser an der Flöte und es gibt die Perkussion Academia. Ja. Was hat dich eigentlich an der Perkussion gereizt? Also ich muss sagen, dass für mich die Percussion-Instrumente eigentlich die ideale Begleit, oder es ist schon fast falsch ausgedrückt, das ist die ideale Ergänzung zu der Gitarre, weil sie enorm viel Platz lassen für die Fantasie. Die Gitarre ist, glaube ich, auch ein Instrument, zumindest wenn man sie so quasi von der akustischen Tradition her spielt, wie ich das versuche, was unheimlich viel Platz lässt für Fantasie, für dass der Zuhörer sozusagen seine eigenen Bilder malt. Also wir spielen ausgesprochen mit Vorstellungen von Bildern und von Stimmungen. Also wir sprechen uns intern intensiv ab und versuchen immer wieder diese Stimmungen zu erzeugen. Also es ist nicht so sehr, dass wir hier la pur la machen wollen oder einfach nur die Fingerchen bewegen, damit es schnell tut oder so, sondern wir versuchen einfach eine ganz bestimmte Art von Musik zu kreieren. Und dafür ist die Percussion-Welt also die ideale Ergänzung zur Gitarre. Wie ist denn das im Unterschied zum Diabelli-Trio, was ja, glaube ich, mehr also klassische Kammermusik macht? Ja, das ist jetzt, finde ich, sehr schön, dass ich das auf der anderen Seite habe, weil das ist ein streng kammermusikalisch konzipiertes Ensemble. Und es ist also auch so, dass meine Kollegen mich da ab und zu sehr eng zur Brust nehmen. Und was ich sehr, sehr schön finde, weil ich finde also die stilistische Führung muss schon von einem Flötisten oder von einem Violaspieler kommen. Da hat die Gitarre auch wieder zu wenig Tradition. Ne? Bei der Perkussion Academia, inwieweit ist es Komposition und inwieweit gibt es Freiraum zum Improvisieren? Also es gibt sehr viel Freiraum. Es ist wirklich so, wir haben da so ein Papierchen liegen. Ich mache das, also es ist ein reiner Professionalismus, weil ich mache das eigentlich immer, weil da bin ich total entlastet, also von meinem Gedächtnis. Ich kann mich also eigentlich ganz der Gestaltung da überlassen, weil ich Noten so, ich lese das halt so mit. Ne? Das ist ein Rahmen. Es ist ein Rahmen, ja. Der Rahmen ist gesteckt, die Konzeption liegt also sozusagen in dem, was in dem Rahmen drin ist. Ja. Und das ist also sehr entscheidend. Und wenn man es in Prozenten ausdrücken soll, dann werden vielleicht 10% komponiert und der Rest ist also kreiert. Im Augenblick, es wird immer anders. Sigi, du hast in einem Interview mal den Begriff der neuen kreativen Totalmusik geprägt. Was ist darunter zu verstehen? Totalmusik ist genau das, was wir machen. Ja, wir versuchen einfach eine Totalität in der Musik zu erreichen. Ne? Es war wirklich lange Jahre war so. Ich habe das ja selbst alles erlebt. Wenn ich auf der Musikhochschule war, da haben die Leute zu mir gesagt, hör mal, wir wollen nicht in der Zeitung lesen, dass du auf einem Jazzfestival gespielt hast. Du bist Mitglied hier von der Hochschule, das hat nicht so geschehen. Bin ich zu den Jazzern gekommen, haben die gesagt, du, wir haben wieder gehört, hast wieder Rock'n'Roll gespielt. Das ist also wirklich wahr, was ich sage. Ja? Und dann haben die gesagt, du, also das geht nicht. Du bist bei uns, du spielst hier Jazz, da kannst du keine Rock'n'Roll spielen. Und bei den Rock'n'Roll, das waren wirklich die Leute,
Also im Rock'n'Roll, die waren noch am tolerantesten. Die haben zugelassen, also wenn man überall gespielt hat. Ne? Ja. Aber was ich sagen will, ist genau diese Grenzen, also diesen Formalismus sozusagen einzureißen. Und jetzt nicht nur, dass man in den verschiedenen Ensembles spielt, sondern dass man auch anfängt, positive Dinge, positive Erfahrungen von der einen Seite in die andere Seite zu übertragen. Und irgendwann ist es halt mal so, dass man an einen Platz ankommt, wo halt noch niemand steht. Also dass man plötzlich realisiert, also hier betrittst du scheinbar Neuland oder was. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man da der Sache einen neuen Namen gibt. Und das haben eigentlich auch schon viele andere Musiker gemacht, dass die einfach sagen, wir benutzen sozusagen die Musik als oder die Musikstile als eine Art von Totalität, um eine neue Musik zu kreieren. Wir scheren uns überhaupt nicht mehr darum, wo die einzelnen Elemente herkommen, sondern wir benutzen sie. Okay, wir machen weiter im Konzert. Was sind die nächsten Titel? Also da kann ich auch gleich was zu den Elementen sagen. Es ist so, dass wir lateinamerikanische Elemente benutzen. Das Stück heißt Belo Horizonte und das drückt so brasilianisches Flair aus. Belo okay. Horizonte. Viel Vergnügen mit Sigi Schwab und Perkussion Akademie. Thank you.
Cemo Maschena. Ich möchte jetzt ein Solostück spielen. Solostück ist ein Stück für eine Gitarre allein. Das Stück heißt Ladakh und es ist eigentlich sowas wie mein Lieblingsstück. Irgendwann mal im Leben schreibt man ein Stück, das einem besonders ans Herz wächst. Und dieses Stück heißt für mich Ladakh. Es ist die Geschichte von einem jungen Menschen, der von Indien träumt. Der glaubt, nur in Indien könne er die Erfüllung seiner Sehnsüchte finden, der auch wirklich darüber geht, all die Entbehrungen auf sich nimmt und der dann aber realisiert vor Ort, dass er sich getäuscht hat, dass er einem Phantom hinterhergelaufen ist und der tief enttäuscht wieder zurückkehrt und eigentlich in dem Augenblick, wo er das einsieht, dass er wieder zurück muss und auch wieder zurückgeht, begreift, dass er in den hintersten Winkel der Welt gehen kann, ohne dass er das finden wird, was er sucht, wenn er es nicht in sich selbst sucht, und der das realisiert. Ladakh. Thank you.
nächste Stück, was wir spielen wollen, heißt Song für Stefan und ist ein Feature für Gitarre. Thank you.
So, das war Song for Stefan, Vocals Guillermo Marchena. Und bevor wir aufhören, unsere Stunde ist leider Gottes gleich wieder vorbei, welche Kammer? Die 1 ist es, möchte ich auf jeden Fall nochmal mit Freddy Santiago kurz sprechen, denn er hat so viel verschiedene Rhythmus-Geräuschinstrumente hier und er spielt nicht nur mit den Händen. Schau, lass mal dein Bein sehen. Schau mal dein Fuß nach oben. Ah. Zeig mal deinen Fuß. Sehen Sie, meine Damen und Herren, er spielt mit allen Vieren. Aber was sind das alles für Instrumente, was hier rumliegt? Das ist afrikanisch, ja. Das ist lateinisch. Wie heißen die eigentlich? Das ist afrikanisch Glocken Okonkora. Ja. Und das ist Tamburino, brasilianisch. Das ist normal Tamburino. Ja. Was ist zum Beispiel hier dieses da? Das ist afrikanisch. Das ist afrikanisch. Dieses Instrumentarium setzt sich fort hier mit einem Glockenspiel. Was ist das für ein Kasten? Bella vom Ogatodrom. Ja. Afrikanisch. Alles afrikanisch. Und was haben wir da hier noch für Geheimnis vorstehen? Was ist das? Indianisch. Ist indianisch. Und es wird noch ganz toller, wenn man noch weiter nach hinten geht, hier an dieses große Gestell. Was ist das alles hier? Was hängt hier alles? Das sieht aus wie ein... Ich mache. Meine Halte an Familie. So, this is from Peru, from Machu Picchu, in the near Machu Picchu. Ja, und was sind das für Sachen da? Triangle. Beltree. And this is here. Here. To meine. Ah, ja. Was haben wir hier oben da? Ah, das ist von Santo Domingo. Der spielt Merengue. Ah, ja.
Ah ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen, also die Auswahl der Instrumente ist unerschöpflich. Ich glaube, die können Musik machen mit allem Möglichen, was irgendein Geräusch hergibt.